Ich mache jetzt auch regelmäßig Livestreams, Leute, aber natürlich nicht auf YouTube, sondern auf Twitch, so wie es sich gehört, ja. Einfach twitch.tv/zocker eingeben, seid ihr bei mir drauf oder in der Videobeschreibung ganz unten den Link anklicken. Ja, ihr könnt mir gerne einen kostenlosen Follower lassen, dann müsst ihr einfach nur bei Twitch auf das Herz klicken und dann habt ihr einen kostenlosen Follower gelassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, wir sind wieder in The Crew 2 unterwegs. Ja, wir haben uns ja letztes Mal hier den schönen C63 S AMG als Edition One selber gemacht. Ja, fand ich richtig geil. Uns fehlt aber noch ein Fahrzeug von denen, was neu gekommen ist, und zwar hier der Spyker C8. Ja, den müssen wir jetzt noch tunen, das machen wir jetzt auch. Ich muss noch mal ganz kurz das einblenden, und zwar hat hier der Tomse 96 einfach random mal, ja, gestern oder vorgestern einen Zehner gespendet und deswegen hier nochmal für dich, Digga. Vielen Dank, Bruder, vielen Dank. Schreibt Servus, mag deine Videos echt und wie immer, wie du immer mit der Tradi-Shisha rauchst. Ja, Digga, hier. Der Kopf geht auf dich heute hier. Vielen Dank für den Zehner, Bruder. Vielen Dank. Könntest du gerne mal wieder ein angetrunkenes Video machen? In dem Video war ich nicht angetrunken, Junge. Da war ich randvoll, aber wirklich randvoll. Ja, wer das Video nicht gesehen hat, kann ja nochmal reingucken. Da haben wir den Proto Hub One getestet. Voll besoffen. Na egal. Ja, Leute, den Wagen werden wir uns heute tunen. Ich muss mal schauen. Ich finde eigentlich die Farbe schon nicht schlecht, ja. Allerdings habe ich den auch schon mal in Orange gesehen und in Schwarz. Fände ich beides geil. Lolligänge, keine Verzierungen. Hä? WTF, was ist denn hier passiert, Digga? Das ist doch ein ganz normales Street Racing Auto, oder nicht? Wieso kann ich denn hier keine Verzierungen drauf machen? Ah, ja. Ja, gut. Das hat sie dann auch erledigt damit. Ja, genau, hier, dieses Schwarz. Ich finde das so übelst geil, weil überall diese silbernen Applikationen sind. Das sieht so nice einfach aus. Was hat er denn für ein Panoramadach, Alter? Komplett Panoramadach und hinten auch noch offen, dass ihr den Motor sehen kannst, wie beim R8. Richtig nice. Ja, mit silbernen Felgen und über den silbernen Streifen unten alles. Finde ich richtig geil in Schwarz. Was ich auch gesagt hatte, war Orange. Gelb habe ich auch schon mal gesehen. Auch geil. Das Orange finde ich auch sehr lecker, muss ich ja sagen. Ich glaube, der Wagen wird tatsächlich schwarz, aber wir gucken mal. Wobei die Farbe hier ist auch nice, ne? Boah, die hat aber auch was, Alter. Die ist ja auch fast wie schwarz, aber so ein bisschen anders. Habe ich auch schon mal gesehen, so. Richtig nice. Ja, wir werden mal gucken. Wir gucken erstmal, was wir so einbauen können in der Butze. Also, das verstehe ich jetzt nicht, Leute. Das muss ich mir jetzt mal erklären, warum hier keine Verzierung einbauen kann. Dann ist das schon wieder frech, ne? Also, wahrscheinlich hätte ich hier eh nicht viel drauf gemacht oder gar nichts, aber ja, trotzdem. Egal. Ich gucke mir einfach mal, was hier so geht. Die Haube ist ja schon geil. Ja, was willst du da großartig ändern? Okay, wir kriegen noch so eine. Das ist aber irgendwie ein Downgrade. Ich finde das schon einfach geil mit dem Gitter. Auch wieder, weil es Silber ist. Das wird dann auch gut passen zu der dunklen Wagenfarbe. Okay, hier mal den Bums noch aus Carbon. Das kann man natürlich auch machen, wenn der Wagen sowieso dunkel wird. Warum nicht? Das haben wir dann noch. Ja, gut, und das. Also, gut. Drei Hauben und dann einmal normal, einmal aus Carbon. So, hier vorne. Ich will auf jeden Fall diesen Silberstich auf jeden Fall beibehalten, weil das macht das Auto für mich aus. Ach, guck mal, du kannst auch was Geiles daraus bauen, ne? Scheinwerfer in Wagenfarbe und den Grüll, den Grüll. Den Grüll wahrscheinlich in Schwarz statt in Silber. Auch nicht schlecht. Haben noch Lampen mit dabei. Ja, Digga, ist doch kein Rallye-Auto, Mann. Was hat sich jetzt geändert? Ach, die Lippe unten. Da haben wir jetzt komplett aus Schwarz. Ja, finde ich auch nicht mehr so geil, weil der silberne Streifen wegfällt. Jetzt noch eine silberne Lippe unten, dann wäre ich zufrieden. Boah, die ist aber auch brutal, Alter. Kriegen wir dann auch wieder in Schwarz. Und mit den Kacklampen. Oder sollen wir die einfach einbauen? Ja, nee, aber ich stehe auf dieses, weiß nicht. Auf dieses silberne Design einfach. Vielleicht mache ich das nochmal später anders. Ja, wir müssen mal gucken, wie das dann am Ende draußen aussieht. Aber ich glaube, das wird eher so bleiben. So, Felgen. Also suche ich mir gleich in Ruhe welche aus. Gibt es hier noch andere Spyker-Felgen? Sind das Spyker-Felgen? Ja, ne? Das sind originale Spyker-Felgen. Die sind auch geil, Mann. Schaufelfelgen. Einmal Silber, einmal nicht so Silber. Und einmal Schwarzmatt. Und Chrom. Hä? Was ist das denn? Ja, die Chrom sehen auch geil aus, Mann. Die nehmen wir. Perfekt. Passt auf jeden Fall zu der Optik, die ich vorhabe. Außenspiegel. Wagenfarbe oder Carbon? Ja, dann machen wir die auch Carbon. Das wäre ja auch geil gewesen, wenn ich die noch in hätte Silber machen können oder Chrom. Ja, kannst du den Bums auch noch aus. Nee.
Nee, nee, nee. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Was ist denn hier eigentlich mit Verbreiterung vorne, Digga? Es gab doch immer diese Standardverbreiterung, die du gefühlt an jedem Auto dran machen konntest. Wo ist die denn? Gibt's einfach nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir hinten eine Verbreiterung. Kann aber nee, doch nicht. Hä? Lol. Alter, hier ändert sich ja einiges. Also, als erstes, oben auf dem Dach, den Lufteinlass, oder die, ist das die Ansaugung für den Motor dann? Was hat denn der hier vorne dann? Warum hat der hier vorne an der Motorhaube denn dann so Lufteinlässe? Macht ja gar keinen Sinn. Na, egal. Also, das haben wir auf jeden Fall einmal in schwarz. Dann haben wir hier das an der Seite den, auch einen Lufteinlass? Ja, ne? Haben wir dann auch aus Carbon. Da fällt dann leider auch das Chromteil wieder weg. Allerdings bekommen wir dafür diese Kiemen hier, die ich sehr nice finde. Deswegen würde ich sagen, das kann man machen. Das kann man machen. Heck. Das ist schon mal geil. Spoiler? Ja, Spoiler könnt ihr da eigentlich vertragen, ne? Ja, sicher. Spoiler geht klar. Ja gut, ob der der Große sein muss, weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, noch wieder zu viel. Aber jetzt mal ohne Scheiß, für ein Street Race Auto sieht der sehr Hypercar-mäßig aus, oder? Findet ihr nicht? Schmeichelt der Form des Autos? Also hier wirkt der Wagen dann irgendwie wieder so klein. Nee. Wir bauen mal den kleinen Spoiler drauf und dann gucken wir mal. So, jetzt aber Heckstoßfänger. Okay, wir haben andere Lampen, die genauso aussehen wie der Auspuff dann, alles klar. Warum nicht? Hier haben wir den ganzen Bums aus Carbon. Finde ich ja geil, aber jetzt für heute nicht für das Auto hier. Das wäre auch nicht schlecht, warte mal. Digga, ist das ein Auspuff oder was ist das, ey? Das ist ja riesig. Das sieht auf jeden Fall mal brutal aus. Der Heckstoßfänger, der gefällt mir ja schon, ne? Ich will aber unbedingt dieses Silberne beibehalten. Da haben wir schon wieder zu wenig Silber, ne? Weißt du was, wir bauen das mal kurz ein. Ich ändere mal einfach eben die Wagenfarbe auf schwarz, ja, weil der wird so oder so dunkel werden. Ja, weiß ich nicht, ey. Guck mal, das ist einfach geil. Ich finde das einfach geil. Da gibt nichts zu meckern. Nee, Freunde, das muss so bleiben. Tut mir leid, das muss so bleiben, ja. Ey, jetzt hat er wieder umgestellt, der Lelek. So, hier, das Standardteil möchte ich gerne behalten. Manchmal ist ein Wagen von Haus aus schon schön, ja, da muss man nicht mehr viel machen. Guck mal, auch von drin. Ja, alles beibehalten hier mit dem Silbernen. Es wirkt ein bisschen unscharf, ne? Also den Wagen, habe ich mir sagen lassen, den gab es ja auch schon in The Crew 1, habe ich nicht so aktiv gezockt. Ja, ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht einfach den... Ja, das glaube ich aber auch nicht. Also von außen sieht der Wagen wirklich aktuell aus, aber von innen haben die irgendwie ein bisschen geschlampt. Oder das alte, vom alten Spiel übernommen. Man weiß nicht genau. So, guck mal, jetzt hier, innen... Ey, Mann, wieso kann ich das denn nicht von... Also weiß wäre geil. Ja, wir probieren mal noch kurz rot aus. So, jetzt guck mal, Leute. Also schwarz mit rot passt gut, violett mit rot weiß ich noch nicht genau. Allerdings könnte man den Innenraum auch weiß machen, boah, das wäre auch geil. Also weiß feiere ich übelst. Der Wagen wird auf jeden Fall von drin weiß und der bleibt genauso, komplett. Richtig geil mit dem Steppmuster in den Sitzen drin, in schwarz. Richtig nice. Ja, da haben wir den Wagen schon fertig, mehr kannst du nicht machen. Also du kannst dir selbst im Innenraum noch nicht mal, also gibt natürlich ein paar verschiedene Stile so, ne? Den finde ich auch nicht schlecht. Eigentlich alle ganz geil. Dann kannst du Material machen, okay. Aber hier Einlage bleibt so. Du könntest das Silberne nicht mal irgendwie ändern oder so. Aber ich finde das gut. Das ist geil. So, Leistung. Ich habe jetzt erstmal nur die Bremsen eingebaut, damit wir mal gucken können, was wir hier so haben. Also, Höchstgeschwindigkeit knapp 300 km/h, 400 PS sind in den Dingen drin. Ja gut, ist ein altes Auto. Und wir haben nur einen V8 Sauger, ja, dürft ihr nicht vergessen. Das ist ja kein Turbomotor. Ist eigentlich der gleiche wie im Audi R8. So, 0 auf 100. Ja, also fährt jetzt erstmal nicht berauschend. Ich würde sagen, wir pimpen erstmal komplett das Dingen auf hier. So, Freunde, das ist krank. Also, ihr wisst, bei dem C63, der ja eigentlich so mein Favorit schon ist, der hatte 510 PS und daraus haben wir dann 660, glaube ich, gemacht. Nicht so viel, ja. Und bei dem hier, ja, von 400 mal eben auf 716 PS. Das heißt, über 300 PS dazu bekommen. Brutal. Ja, die restlichen Werte hier, Höchstgeschwindigkeit und 0 auf 100 sind gefühlt irgendwie immer gleich. Ja, wird auch wieder 390 fahren, der Wagen. Ganz normal. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie der Sound ist, Leute. So, erstmal Optik. Ist schon mal sehr nice. Finde ich sehr geil. Ja, Baba-mäßig. Kann ich nichts... Also, perfekt. So, jetzt gucken wir mal, was da so rauskommt. Aus dem Saugerverort, der ja eigentlich besser sein müsste als der V8 Biturbo vom C63 vom Klang her. So, ich muss noch mal kurz woanders hin, weil da war schon so ein Lelek, der meinte, der muss neben die ganze Zeit Vollgas geben. So, also. Ich bin nicht zufrieden mit dem Klang, ja? Da müsste eigentlich mehr rauskommen, irgendwie. Aber von innen... Oh, sieht schön aus, Alter. Lol, wenn du da hinten guckst, einfach. Einfach den kompletten Motor im Gesicht.
Geil. Der Stein-Sound gefällt mir, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, Mann. Wir fahren mal. Alter, was ist denn für eine Lenkung? Lol. Komplett direkt. Nee, Leute, der Sound, der kickt mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Er ist auch wieder so ein typischer The Crew 2 Klang irgendwie so ein bisschen. Schade, Mann. Aber wir gehen mal auf die Rennstrecke, gucken, ob er wenigstens was kann. So, wieder südlich in Zentralwälder auf schwer. Jetzt gucken wir mal, ob der wenigstens was drauf hat, der Wagen, ja, weil die Lenkung war schon mal ganz geil. Also, wir kommen schon mal besser vom Fleck als mit dem C63. Merkt ihr das? Das merkst du direkt. Du bist ganz vorne. Jetzt lass dir den Platz bloß. Also, das ist schon mal kurios, oder? Also, laut Datenblatt ist der von 0 auf 100 nicht viel schneller als der C63 oder gleich schnell, weiß nicht mehr genau. Ich glaube, der C63 war bei 2,7 Sekunden. Aber das Ding kommt ja viel schneller aus dem Quark hier, obwohl wir hier auch Heckantrieb haben. Also wir haben nicht diesen unnötigen Wheelspin von dem C63, ne? Alter, der Porsche ist mir so im Nacken. So, jetzt gucken wir mal, was er bei der Kurve hier macht. Lässt sich sehr gut steuern, Mann. Richtig nice. Also der lässt sich wirklich um einiges besser steuern als der C63, aber Weltenunterschied, Mann. Oh, du kannst die Kurven richtig schön nehmen, bremst einmal kurz rein und dann rein in die Butze hier. Easy. Gar kein Thema. Also der RS5 gefällt mir immer noch besser. Auch allein schon wegen dem Allradantrieb kam der mir irgendwie noch geil an den Kurven vor. Aber der Wagen ist echt geil. Ohne Scheiß. Von drinnen. Seht ihr das? Du kannst die Kurven echt ziemlich perfekt fahren, ne? Die Lenkung ist sehr einfach und direkt. Das macht echt einen Unterschied. Hier, zack, zack, easy snack. Mach ich denn hier, Mann? Rechts, links, rechts, links. Entscheide ich mal jetzt. Leute, habt ihr das gesehen? Da kam einfach die Markierung mal eben über die Straße geflogen. Ja, der Wagen hat auf jeden Fall was. Ja, Leute, der Wagen ist definitiv lecker. Also geil zu fahren. Optik ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ja, keine Frage. Klar bleibt der C63. Er ist auf jeden Fall mein Favorit. Ist ja logisch. Aber ist auf jeden Fall ein geiles Auto. Kannst du gut... sehr gut fahren auch, das ist geil. Besser als ein RS5 ist er nicht, würde ich sagen. Also, der RS5 ist immer noch so
das Beste, was ich bisher gefahren bin. Ja, wie gesagt, wir werden auch ein paar Autos ausprobieren, mal gucken, ob wir was Besseres finden. Vielleicht ein Huracan oder so, mal schauen. Die Leute, die keinen Season Pass haben, können übrigens gerne mal reinschreiben. Nicht jetzt, sondern am 13. Was die Fahrzeuge kosten. Ja, einmal der C8 und der C63S, würde mich mal interessieren und andere auch. Deswegen schreibt das mal gerne rein am 13., wenn ihr das Video zufällig am 13. guckt, ja. Und ja, damit würde ich sagen, macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.